wir steigen nochmal ein beim Zauberer-Duellieren. Carina wollte nochmal versuchen, weil wir das beim letzten Mal ja aus Versehen weggeklickt hatten. Genau, das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Genau, und ich schreibe dich mal mit. So, also ich muss ja jetzt erstmal einmal die Zauber anklicken, ne? Der war rot, nach Möglichkeit, nicht grün. Na mal gucken, ich will ja mal ausprobieren, was da auch passiert. Ich bin ja neugierig. Achso. Ja, okay. Ah, okay, ouch. Gut. So, grün. So, auf Zauberer. Mhm. Auf Zauberer. Und dann kannst du. Das dauert aber ein bisschen. Ja. Das Menü aufrufen. So, und dann krall ich mir jetzt hier den bronzefarbenen Nagel und hau den da rein. Nee, aber das ist das nicht. Wir machen doch irgendwas falsch. Aber du hast ja keine andere Möglichkeit, irgendwo anders hinzukloppen. Oder kannst du das darauf? Kannst du damit irgendwas machen hier? Achso. Achso, haben wir jetzt lila. Nee, das hat mit dem Nagel zu tun. Und auf Zauf oder hier aufs Plakat irgendwie geht auch nicht, ne? Das war jetzt so silberne, ne? Ja. Warum hattest du das letzte Mal? Ah, wir wissen ja noch nicht, ob wir alles richtig machen. Ja. Chance. Das ist es ja. So, jetzt geht's wieder nicht. Also irgendwas stimmt da noch nicht. Ich könnte ihn mal treffen. Konzentrier dich, Jerry. Lange wirst du Zarovs Angriffe nicht. So, wir müssen schon erstmal den richtigen Zauber nehmen. Damit die diese Energie entwickeln. So, rot war das Füchslein. Welcher Nagel war denn bei dem Füchslein? Ich dachte, ach so, der ist ja aus Holz, oder? Ich dachte entweder der oder. Aha, warte. Das stürzt das Spiel schon? Nee, aber guck mal. Ja. Okay, rot. Ja. Rot war. Warum? Nein! Sehr gut. Du hast seinen Zauber mit dem Nagel auf ihn zurückgeworfen und neutralisiert. Zauber hat jetzt einen seiner Zauber verloren. Oh, sehr gut, bleiben noch drei. Okay, ich habe die Möglichkeit schon mitgeschrieben. Grün war nicht der Kobold. Gold und Bronze hatten wir bisher. Achso, Na, Silber sag ich immer noch ist der Wahl. Ich nehme jetzt mal den schwarzen. Und Bronze ist sowieso raus. Ja. Holz übrigens. Ja, Holz. Genau. Nee. Schwarz ist es auch nicht. Vielleicht doch Silber. Oh, bläu! Na, dann versuch mal dein Silber. Auf Zarov, ich muss mal falsch. Mir ist ja wie schwarz irgendwie, aber vielleicht ist es. Nee, Silber. Kann ja auch Silber nicht sein, weil Silber muss es ja bei grün sein, ne? Rein theoretisch, ja. Versuch mal schwarz. Nee. Du hast nur vorhin hingeklickt, schon auf den Zauber, ne? Nicht auf ja. Hm, weiß auch nicht. Das ist wieder blau. Ja, Mensch, ja. Mann, jetzt nimm es doch.
Hallo? Ey. Ja, das Spiel hakt mal wieder schön. Nee, es liegt schon wieder an der Maus. Ich glaube, die Maus mag das Spiel einfach nicht. Das weiß ich selber. Rein theoretisch Silber, aber... Ich versuche nochmal Gold. Mhm. Fuck, das gibt's doch gar nicht. Lila hat nur schon mal Silber probiert. Der Radersuch, ne? Oder nee, Steinflüstern. Na, Stein, Silber. Stein. Nee. Oder soll das erste Stein sein? Aber Spaß hatten wir auch schon mal, verstehe ich. So, blau. Blau? Silber? Schwarz hatten wir bisher nur. Versuch Silber. Du hast von Anfang an gesagt, das ist Silber. Hä? Weiß nicht. Vielleicht muss man auch irgendeine bestimmte Reihenfolge machen oder so. Muss ich doch auf Zaro klicken oder was? Versuch mal auf Zaro. Ich weiß nicht, wo du das letzte Mal hingeklickt hast, was funktioniert hat. So, was war jetzt nochmal Lila? Lila hatten wir zweimal Silber bisher. Was ist darauf? Einfach mal schwarz. Ja. Yep, yep. Also, sofern das Spiel denn möchte. Nein! Gut gemacht. Du hast seinen Zauber mit dem Nagel auf ihn zurückgeworfen und neutralisiert. Zauber hat jetzt nur noch zwei Zauber übrig. Okay. Gut, 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 gut. Schwarz und Holz sind raus. Grün. Gold. Ich sage nochmal Gold. Diesmal auf den Zauberer. Genau. Grün für Gold, weil das Gold nur mal für den Kobold steht, wa? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir von dem den Pflanzenzauber gekriegt haben. Ja, eigentlich ja, weil wir es regnen lassen haben müssen für den Regenbogen. Noch mehr Grün. Wenn es Gold nicht war, weiß ich nicht. Gold hatten wir ja schon dreimal. Dann muss es ja jetzt Silber sein. Versuch mal. Ja. Und dann bleibt jetzt der Goldene für den Wal, ne? Für Blau. Nein! Sehr gut. Jetzt verbleibt Zaroff nur noch ein Zauber. Und uns nur noch ein Nagel. Wenn's der jetzt nicht ist! Darf ich bitte? Hallo? Ja, sehr gut. Yippie! Na geht doch! So, und jetzt nochmal weiter im Text. Ich hoffe, diesmal funktioniert. Ich hoffe auch. Falls wir gleich wieder weg sind, wisst ihr Bescheid, ne? Du hast mir alles genommen. Ja, das kennen wir jetzt schon. Nein! Ja, wissen wir, die Mitleidstour. Den kennen wir auch. Du hast es geschafft, Jerry. Zaroff hat seine Magie gegen dich eingesetzt. Aber das...
So, jetzt kommt der Junge. Ich kann ihm nicht in die Augen blicken, seinem Jungen selbst. Wer? Wo? Besser, doch wer von uns kann nicht das? Ich übernehme euch, ihr habt es ja alles schon mal gesehen. Oh nee, ne? Nee? Schau Anja an, es funktioniert. Oh, sehr gut. Der große Zaroff. Einer der größten Illusionisten seiner Zeit. Du hast vielleicht von ihm gehört. Nicht viele erinnern sich an ihn. In Wirklichkeit war er kein einfacher Illusionist. Er war einer von uns. Ein Magier. Zaroff war der letzte Schüler des Marquis de Hotto. Als das Kaninchen ihn ausbildete, war er ein Junge. Nicht viel älter als du. Zum Abschluss seiner Ausbildung besuchten der junge Zaroff und sein Lehrer die Lichtung des ersten Baumes. Und sie hinterließen Spuren. Der Baum würde sich an sie erinnern. Bald wurden der Marquis und Zaroff zu einer Legende. Als sie von Welt zu Welt eilten, von Portal zu Portal, und dort halfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Sie waren wahre Baumläufer. Wie klein der noch ist. Voll schön. Da waren wir auch schon. Doch ihr Weg führte sie an einen Ort, an dem sich Dunkelheit in ihren Seelen verfing. Ich war dabei, als der Schattenspiegel ihnen ihr Potenzial offenbarte. Sie erblickten ihre hellsten Tugenden und sahen in die schwärzesten Abgründe ihrer selbst. Und nur wenige können diese Wahrheit ertragen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die dunkle Saat in ihnen keimen würde. Und als sie es tat, begann zuerst der Marquis an den Idealen der Baumläufer zu zweifeln. Echt? Dann zweifelte der Schüler am Lehrer und schließlich gerieten die beiden im Hass aneinander. In blindem Zorn verbannte der Marquis seinen Schüler in die Welt, aus der er einst gekommen war. Er nahm ihm die Fähigkeit des Weltenwanderns, auf das ihm jedes Portal verschlossen bleiben sollte. Oh nein. Das ist aber auch gemein. Zaroff wurde zu einem Gefangenen in seiner eigenen Welt. Einer Welt, die nur auf ihren Bühnen Platz für Magie hatte. So wurde er zum großen Zaroff, dem Illusionisten. Doch der Zauber des Neuen, mit dem er das Publikum fesselte, war schnell verflogen. Und Zaroff fiel ein zweites Mal. Nicht gut. Gestrandet. Vergessen. In seiner Verzweiflung begann er, an den Türen seiner Realität zu rütteln. Alchemie, verbotene Experimente, sollten ihm die Wege in die Portalwelten erneut öffnen. Ja, mit jedem gescheiterten Experiment wuchs sein Hass auf seinen Lehrer und das Publikum, dessen Gunst er verloren hatte. Als Zaroff nur noch von Zorn und Rache angetrieben wurde, antwortete etwas auf sein Rütteln und Klopfen. Oh nein, die Bösen. Consortium Squamata. Die Echsen. Die Echsen. Da fehlt doch eine. Das Konsortium ist mit seinen falschen Versprechungen schon durch viele Welten gezogen. Ah ja. Versprechungen wider das Gleichgewicht der Natur. Vier des Konsortiums traten an Zaroff heran. Sie boten dem Magier einen Handel an. Die Echsen hatten sich die Fähigkeit des Weltenwanderns erschlichen. Doch kannten sie nicht den Weg zu den geheimsten Orten. Zaroff hingegen hatte die Wege der Baumläufer memoriert. Die Portale, den Weg zur Lichtung des ersten Baumes.
So führte er die Echsen durch die Portale. Jeder Schritt ein Verrat an dem Baumläufer, der er einst gewesen war. Und im Tausch gaben sie ihm die Macht, einen Bann über einen der ersten Bäume zu verhängen. Vier Nägel übergaben die Echsen an Zaroth. Vier Nägel aus vier verfluchten Metallen, um den Bann des Magiers tief in den Stamm des ersten Baumes zu treiben, wo er wirken würde, um die Bewohner der Portalwelten zu seinem letzten Publikum zu machen, um sich Respekt und Ruhm zu erzwingen. Zarovs letzter großer Triumph. Und die Portalwelten wurden, während sie unter dem Bann des Zarovs standen, von den Echsen heimgesucht. Ja. Die diese ich will alle Karten haben. Getan hatten. Als echtes Spiel, oder? Nur nee, die haben wir noch nicht. Hätte helfen können. Doch Zarovs Lehrmeister, der Marquis de Hotto, war selbst noch weiter in die Dunkelheit geraten, die ihm der Schattenspiegel gezeigt hatte. Wieso? Der Kalte. Immer bereit, uns erfrieren zu lassen. Oh nee, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Der Baumläufer, der Zaroth ausgebildet hatte. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, ihm nochmal zu begegnen. Doch als Zaroth die Lichtung betrat, erinnerte sich der erste Baum an die Magier. Als er die Gefahr erkannte, die von dem Schüler ausging, entsandte der erste Baum die Erinnerung an den Lehrer. Die Erinnerung an den Marquis de Hotto, geprägt lange vor dessen eigenem Fall, verließ die Lichtung des ersten Baumes und vergaß, dass er nur Erinnerung war. Und er war wieder einer wie keiner. Ein wahrer Baumläufer. Gänsehaut. Er zog aus, um einen Schüler zu finden. Jemanden, der Zaroth aufhalten konnte. Er folgte deinem Ruf. Ja! Die Wurzeln des ersten Baumes reichen bis in unsere Träume. Der Marquis fand dich, Jerry, weil du einen Traum hattest. Stimmt! Der größte Zauberer aller Zeiten werden. Was passiert jetzt mit Zaroth? Dieser Ort könnte seine einzige Rettung sein. Er wird im Schatten des ersten Baumes bleiben. Der Marquis, der erste Baum. Sie hatten recht. Du bist über dich hinausgewachsen. So gelangtest du schließlich hierher und hast Zaroth die Stirn geboten. Der Marquis machte dich zu einem echten Baumläufer. Doch du wurdest gezwungen, einen hohen Preis zu zahlen. Mutti. Als der Marquis von einer Idee zur Realität wurde, als er deine Welt betrat, musste etwas anderes gehen. Dein Vater, wie in einer Drehtür, kam der Marquis ins Leben und dein Vater geriet in den Spalt zwischen den Welten. Oh nein. Und wurde vergessen. Doch sorge dich nicht. Du hast uns alle gerettet. Und schon bald ist es an uns, dir zu helfen. Ja, bitte. Ohne Papa gehe ich nirgendwo hin. Und ohne Moppes. Ein Bekannter von mir sagte einmal, nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Und so kam es, dass Jerry seinen Lehrmeister auf der Lichtung des ersten Baumes zurücklassen musste. Jerry wusste, dass dieser nicht nur eine Erinnerung an einen mutigen und einzigartigen Baumläufer gewesen war, nicht nur der erste Baum von Mauswald, der Jerrys Hilfe brauchte, sondern ein Freund. Und ein letztes Mal erhob der Marquis die Hand zum Gruß. Ich werde dich nicht vergessen, sagte Jeremias Haselnuss. Und ich werde dich nicht vergessen, klang es aus den Schatten am Fuße des Baumes. Und der Junge wusste, der Marquis, der Baum, er würde sich an ihn erinnern. Ich weine gleich. Als Jerry in Gedanken versunken nach Mauswald zurückkehrte, klang Musik durch die Straßen. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit war ein Schüler nach Mauswald gekommen, um die Kunst der Künste zu studieren. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde das Wipfelfest, das Fest der Freundschaft und des Mutes, zu Ehren eines Schülers ausgerichtet,
der seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Zu Ehren des Baumläufers. Jeremias Haselnuss, des Kaninchens Zauberlehrling. Voll schön. Irgendwie auch witzig, dass so ein Kaninchen, was sonst immer nur aus dem Hut gezaubert wird, diesmal Zaubermeister ist. Ach Gott, wie schön. Mein Gott, wie schön. Oh, sogar mit langem, mit großem Feuerchen und so. Ach, guck mal, sprich mal an. Das Wipfelfest findet dieses Jahr zwar ungewöhnlich früh statt, aber uhu. Manchmal ist es wirklich gut, alte Traditionen wieder aufleben zu lassen. So viel Spaß habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das freut mich. Herr Spitzweg, was machen Sie denn hier? Ich habe gehört, dass das Wipfelfest dir zu Ehren schon früher stattfindet. Da habe ich mich natürlich gleich auf den Rückweg gemacht. Du musst mir unbedingt erzählen, was du erlebt hast. Sieh mir aber auch. Komm bald bei mir vorbei. Ich habe leckeren Tee aus Seetang von der Küste mitgebracht. Die Igelbrüder. Na, ist das nicht ein schicker Tisch? Den haben wir gestern schnell zusammengezimmert. Echt schick, Jungs. Hat auch echt Spaß gemacht. Ja, gewissenhafte Arbeit macht Spaß. Du wieder. Heute gar nicht im Dienst? Nein, Penny ist jetzt Krähenspäher. Er darf nicht mehr an die Kanone, seit er vor ein paar Nächten Glühnüsse auf die Stadt geschossen hat. Ich wusste ja, dass mit dem was nicht stimmt. Das waren wohl wir. Der arme Penny. Ich liebe das Wipfelfest. Ich komme jedes Jahr. Ich habe so eine magische Vorahnung, dass du nicht der letzte Schüler bist, den die Mauswalder so feiern werden. Ja, kann ich meine Maus wieder haben? Oh, nein, noch nicht. Jetzt du? Hallo? Hallo, du. Die Portale haben sich erholt. Du kannst wieder nach Hause, Jerry. Bist du bereit? Ja. Ja. Aber. Nein, wir können eh nicht mehr mit anderen sprechen. Na doch. Kann ich die nicht mehr ansprechen, Lea? Nein. Komm, wir wollen nach Hause. Aber ich wollte noch einmal mit Ursula sprechen. Ich will noch ein Weilchen bleiben. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Na, dann sprich noch mal mit Ursula. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Okay, das ging schnell. Oh, und Plato. Auf jeden Fall Plato noch. Ich habe gehört, dass du uns bald verlassen musst. Ich hoffe, du kommst uns bald wieder. Hast du noch was vor dir? Klar, ich wohne ja praktisch um die Ecke. Wirklich? Wie weit ist das mit dem Fahrrad? Nur eine Portalwelt weiter. Oh, dann musst du uns bald mal dein Zuhause zeigen. Ich hoffe, dir schmecken die Napfkuchen auch. Ach, ich mach mir nicht so viel aus Süßem. Ist auch nicht gut für die Zähne. Leckere Möhren dagegen. Könnte ich mich reinsetzen. Irgendwie überrascht mich das nicht. Dann bestell bei Anja das nächste Mal doch einfach einen Karottenkuchen. Also das findest du wohl lustig. Aber hier einmal er auf jeden Fall noch. Denn hast du zufällig meinen Sohn gesehen? Er hat mir eigentlich geschrieben, dass er sich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen will. Ich fass es nicht. Ich hab's ja gesagt. Er ist der geborene Komiker. Der sitzt bestimmt hinter irgendeinem Pilz und denkt sich neues Material für unsere Show aus. Hey, du Jungspund, denk dran. Nur weil du mit der Lehre durch bist, macht dich das noch lange nicht zu einem Meister. Du Grünschnabe, Alter und Erfahrung sind das stabilste Fundament, das es gibt. Merk dir das. Und jetzt wird gefeiert. Hoch die Tassen. Okay, und wenn gefeiert wird, dann ist das für uns das passende Schlusswort. Hallo, du.
auf nach Hause. Die Portale haben sich erhoben. Da kommt bestimmt auch noch was. Du kannst wieder nach Hause, Jerry. Bist du bereit? Ja. Ja, jetzt ja. Auf ihn nach Hause. Ich möchte nach Hause. Ich werde dich begleiten. Mein Vater, meine Mutter, werden sie wieder da sein? Nein, schon. Oh. Papa, Muppis! Guck mal hier, Füchschen! Jerry, wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Papa wollte schon den ganzen Brombeerkuchen allein aufessen. Papa! Ich hatte Hunger. Ich fühle mich, als wäre ich ewig auf den Beinen gewesen. Ja, warst ich du. Auch. Warst du ewig? Du hast einen komischen Synchronsprecher. Geh zu ne. Tschüss. Wuff. Muppis! Oh, mir wird ganz warm ums Herz. Und mehr konnte Jerry in diesem Moment nicht sagen. Das Fuchsmädchen behauptet noch immer, er habe geweint. Das ist überhaupt nicht wahr. So kehrte Jeremias Haselnuss nach Hause zurück. Und so endet unsere Geschichte. Was habt ihr denn da für einen Mops genommen? Doch mit einem Ende beginnen andere Geschichten. Sie sind wie Wellen im Meer, ständig in Bewegung, gehen ineinander auf und über. Einige Geschichten erzählen von großen Problemen, die wir anderen machen und die auch mit Mut fast unlösbar sind. Ganz besonders, wenn man eine kleine Maus ist. Aber vielleicht hilft ihr ja jemand. Ja. Ich melde mich freiwillig. Ich auch. Und Jerry macht da auch mal mit. Ich sitze hier gerade mit einem mega dummen Grinsen. Ja, auf dem Gesicht. Und freue mich an die Kamera. Und dann gibt es noch unheimliche Geschichten. Verbotene und geheime, die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ist euch plötzlich auch so kalt? Nee. Wer war der Junge? Der Schüler meines Freundes. Ich bin dein Vater. Danke, dass du ihm geholfen hast. Er hat Zarovs Bann gebrochen. Ich habe Zarov unterschätzt. Und diesen Jungen. Wirst du mich endlich aus diesem Gefängnis befreien, damit ich die Portalwelten wieder schützen kann? So etwas darf nie wieder geschehen. Du weißt, dass das unmöglich ist, alter Freund. Das wussten wir ja schon, dass nichts es der Hase ist. Ist unmöglich. Oh, jetzt sitzt er da fest. Ich möchte ihn befreien. Oh, der arme Marquis. Ich will ihn befreien. Gibt's einen zweiten Teil? Spielen wir auch noch. Echt, ey. Fahr gleich los zum Mediamarkt. Da ist irgendwas zerbrochen gerade. Stimmt. Das war das Glas. Bestimmt, oder? Oh, schade. Oh, wir brauchen einen neuen Teil. Oh Gott. Ich will einen neuen Teil. So, Teil 2 spielen wir dann auch, wenn er dann irgendwann rauskommt. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Genau, wir können jetzt mal in die Kamera sprechen. Ich werde uns dann einfach mal einblenden. Dann seht ihr uns zum Schluss auch nochmal. Und ja. Ein schönes Spiel war's. Ein wunderschönes Spiel. An einigen Stellen etwas unlogisch, finde ich. Bisschen arg schwierig für Kinder. Ja, genau. Aber wie nicht anders zu erwarten. Wunderschön. Traumhaft. So, und damit machen wir jetzt auch Schluss, würde ich sagen. Und sehen uns in einem anderen Spiel. Genau. Wenn ihr Lust habt, dann schaut auf unserem Kanal mal nach und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Bis dann.